Wovon sprechen wir eigentlich, wenn wir von Intelligenz sprechen? Das wird ja auf jeden Fall die Zukunft sein. Wissenschaftler werden mehr und mehr mit Systemen zusammenarbeiten, in die KI involviert ist, schon eingebaut ist. Wissenschaftliche Organisationen sind in der Verantwortung, das Neue nachzuvollziehen, nachvollziehbar zu machen und dann auch eine Führungsverantwortung zu übernehmen, wenn es darum geht, die Gesellschaft in dieses Neue hinein zu begleiten. Der Initiator-Mensch, das sehe ich nicht, wie das gehen kann, dass der Initiator einfach wegfällt. Als allererstes muss man als Organisationsleitung entscheiden, möchte ich Verantwortung für alle Menschen innerhalb meiner Organisation übernehmen und sie durch diesen Wandelsprozess führen, oder sehe ich das als extern getriebenen Veränderungsprozess und es werden zum Beispiel per se Arbeitsplätze sich verschieben und damit innerhalb der Organisation wegfallen. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Zukunftswissen.fm, dem Podcast des Wuppertal-Instituts. Mein Name ist Jonas Zerweck, ich bin euer Host und freue mich sehr, dass ihr zuhört. Es geht diesmal um das Thema, das ich glaube, so ziemlich in jedem Bereich unserer Gesellschaft mindestens seit ein paar Monaten sehr heiß diskutiert wird. Künstliche Intelligenz oder auch kurz KI, wieder andere sagen AI von Artificial Intelligence. Auch wir wollen hier heute drüber sprechen, aber natürlich nicht ganz das wiederholen, was so in meiner Wahrnehmung gefühlt überall besprochen wird, sondern mit einem klaren Fokus darauf, was diese Technologien denn für einen Impact auf die Wissenschaften haben können. Und das ist letztlich natürlich eine Frage, die irgendwie alle was angeht, ob ihr jetzt in der Wissenschaft arbeitet oder nicht, denn die Wissenschaft liefert uns ja ständig auf den unterschiedlichsten Bereichen Ergebnisse, auf deren Basis wir dann politische Entscheidungen treffen, wir treffen individuelle Entscheidungen, der öffentliche Diskurs ist davon geprägt. Also wenn sich etwas so fundamental ändert, wie das gerade in der Wissenschaft auch passiert, dann sollten wir mindestens alle ein grobes Bild davon haben, wie das denn aussieht, wie denn die Zukunft der Wissenschaft oder wie die Wissenschaft vom Morgen aussieht. Ich bin deshalb sehr froh, heute zwei ExpertInnen bei mir zu haben, die mir sicher erklären können, was wir erwarten können, wie sich das Ganze entwickelt, wo vielleicht auch Dinge noch unklar sind. Das ist zum einen Dr. Tina Klüver. Tina Klüver leitet KEATS, das ist ein Akronym für Künstliche Intelligenz Entrepreneurship Zentrum. Und das ist eine Initiative, die Gründungen von wissenschaftlichen Unternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz fördert. Diese Initiative wird getragen von einem Verbund von Gründerzentren der Berliner Universitäten und ist gleichzeitig auch eins von bundesweit 4 Modellvorhaben für mehr Gründungen im KI-Bereich von der Bundesregierung. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz fördert KEATS jährlich mit fast 7 Millionen €. Davor hat sie wissenschaftlich gearbeitet, auch zum Thema KI, und sie ist im Zukunftsrat des Bundeskanzlers, berät da unter anderem zum Thema KI. Tina, schön, dass du da bist. Wir freuen uns sehr, dass wir mit dir sprechen können. Hallo. Ja, hallo zusammen. Ich freue mich auch, dabei zu sein. Und außerdem ist Joscha Wirz hier. Er ist Researcher hier am Wuppertal-Institut in der Abteilung Kreislaufwirtschaft. Er arbeitet im Forschungsbereich digitale Transformation. Er hat aber vor allem auch hier am Haus das Projektteam Digitalstrategie Forschung geleitet und sich damit der Frage auseinandergesetzt, wie forschen wir denn in Zukunft? Also wie kriegen wir auch die Forschung digital? Und da hat auch das Thema KI eine ganz große Rolle gespielt. Wird er uns vielleicht auch von erzählen. Hallo Joscha, schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Tina, damit wir vielleicht mal einen Eindruck bekommen, zum einen, was du genau gerade machst. Ich habe es gerade ein bisschen erklärt, aber sozusagen den genauen Einblick kannst du natürlich viel besser machen. Und um gleichzeitig auch ein paar Beispiele zu bekommen, was denn passieren kann, wenn man KI und Wissenschaft zusammenbringt. Vielleicht hast du so ein paar Beispiele, wo du sagst, das sind zum Beispiel so Dinge, wenn du deinen Beruf vorstellst, dann sind das so Highlights oder Modellvorhaben, wo man gut den Impact von KI auf Wissenschaft zeigen kann. Ja, gerne. Tatsächlich ist es so, dass wir hier an den Berliner Universitäten und auch in der gesamten Region Berlin und Umgebung verschiedene KI-Ausgründungen und Gründungsinteressierte unterstützen. Das ist unser Auftrag, unsere Mission, möglichst vielen Menschen den Weg in eine KI-Gründung zu erleichtern, so dass wir auch als gesamte Volkswirtschaft nachher auch entsprechend eine schöne Anzahl von hochqualifizierten und erfolgreichen KI-Startups haben, aber auch um entsprechend jedem Einzelnen, der da Interesse dran hat, bis hin wirklich zu, du hast ein Unternehmen schon gegründet und wir helfen dir nochmal bei den ersten Wachstumsschritten. Das ist also alles das, was KEATS mit abdeckt hier in der Region.
Und wir machen das tatsächlich ansonsten themenoffen. Das heißt, wir gucken schon, da muss natürlich relevanter Teil künstliche Intelligenz drin sein. Es gibt da natürlich aktuell auch und vorher auch schon immer mal wieder auch Unternehmen oder angehende Unternehmen, die sagen, sie machen KI. Und wenn man mal genau hinguckt, ist jetzt nicht so viel KI tatsächlich da drin. Aber Das ist gar nicht so also die das ist richtige KI, unsere, ja. ja, das ist also unsere Minimalanforderung. Es muss schon ein echtes KI-Unternehmen sein. Es muss im Kern auf KI basieren. Ohne künstliche Intelligenz sollte das Kernprodukt oder der Kernservice nicht funktionieren. Und zusätzlich dazu haben wir aber keine weiteren Einschränkungen, was das Thema betrifft. Das heißt, es ist sehr, sehr spannend. Wir kommen in Kontakt mit KI-Ideen aus allen möglichen Bereichen der Wissenschaft. Wir haben sehr viele Beispielfälle, unter anderem aus der Medizin oder aus der Biotechnologie. Ich sage mal ganz konkret, das ist ein Team, mit dem wir aktuell zusammenarbeiten, das mittels künstlicher Intelligenz in der Lage ist, Enzym-Proteinsequenzen zu berechnen, das deutlich schneller geht, als die jetzt im Labor alle manuell auszuprobieren, erstmal gute Kandidaten zu generieren mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Wir haben aber auch Teams, die im Bereich der Mobilität aktiv sind, die zum Beispiel Predictive Maintenance machen für Züge, um zu schauen, dass man vielleicht Defekte an Oberleitungen schneller erkennt anhand von Vibrationen. Also das ist wirklich eine sehr, sehr große Bandbreite über Nachhaltigkeitsthemen, über Prozessautomatisierung in Unternehmen, Personalsoftware bis hin zu klassischen Chatbots oder auch eben diesen medizinischen Themen. Ja. Da sind unsere Teams, mit denen wir zusammenarbeiten, sehr breit. Sehr spannend in die einzelnen Sachen oder beziehungsweise was dahinter liegt, welche Aufgaben da die KIs übernehmen oder die Technologie übernimmt, werden wir sicher gleich nochmal reinschauen. Joscha, wir müssen vielleicht am Anfang von so einem Gespräch, das muss man irgendwie eigentlich immer machen, einmal ein bisschen definieren, was ist denn eigentlich das, wenn wir über KI sprechen? Was genau verstehen wir? Weil so wirklich intelligent, was im Namen steckt, ist es ja noch wirklich nicht. Vielleicht kannst du uns da einmal ein bisschen auf den Stand bringen, damit wir wissen, wovon wir hier reden. Sehr gerne. Erstmal kann man festhalten, dass es eine spannende Bandbreite von Definitionen für künstliche Intelligenz gibt. Also die eine Definition, auf die sich alle beziehen, existiert nicht. Das, wo sich die meisten darauf einigen, ist, dass künstliche Intelligenz die Fähigkeit einer Maschine beschreibt, menschliche Fähigkeiten wie logisches Denken, Planen, Kreativität zu imitieren. Und dann kann man auch die formale Definition noch heranziehen, also KI als Teilgebiet der Informatik, das sich mit der Simulation von intelligentem Verhalten in Computern befasst. Und ich finde es da immer sehr spannend, den Begriff künstliche Intelligenz dann auch auseinanderzunehmen in seine Bestandteile und zum Beispiel auf den Intelligenzbegriff als solchen zu blicken. Wovon sprechen wir eigentlich, wenn wir von Intelligenz sprechen? Du hast es schon angedeutet. Es ist sehr hilfreich für die aktuelle Diskussion, die häufig zu einer sehr starken Verallgemeinerung tendiert, Intelligenz in seine Bestandteile zu zerlegen und dadurch dann auch zu erlauben, dass wir eine Abgrenzung vornehmen zwischen dem, was eigentlich die menschliche Intelligenz ist und die Facetten des menschlichen Beitrags, in den ganzen Anwendungsfällen, über die wir heute diskutieren werden, und wo dann auch die Trennlinie zu maschineller oder künstlicher Intelligenz liegt. Also, du hast gesagt, es geht vor allem darum, dass die Maschine imitiert bestimmte Muster, errechnet wahrscheinlich bestimmte Wahrscheinlichkeiten, um es mal sozusagen, um so eine Art von Verhalten zu imitieren, was wir von uns kennen oder zumindest ähnlich. Ist das richtig runtergebrochen von mir? Genau. Ja. Tina, würdest du da zustimmen? Ist das etwas, wo du sagst, das ist auch die KI-Definition, mit der ihr arbeitet, mit der du im Kopf durch die Welt gehst? Ja, schon, ja. Wir haben grundsätzlich die Definition, dass es ein intelligentes Verhalten zeigt. Und das ist in der Regel etwas, was wir schon am menschenähnlichen Verhalten irgendwie festmachen. Also wenn es sich so ähnlich verhält, wie wir das von einem intelligenten Menschen erwarten würden, dann ist es das, was wir als künstliche Intelligenz bezeichnen würden. Grundsätzlich arbeiten wir aber vor allen Dingen mit einer technischen Definition, wo wir sagen, es ist ein Set von Technologien, die werden unter diesem Begriff zusammengesammelt und zusammengefasst. Und dieses Set von Technologien, das ist eigentlich auch ganz interessant, das wandelt sich die ganze Zeit. Also wenn man mal eine Zeit lang sich mit KI beschäftigt hat, und da meine ich jetzt nicht jetzt dieses Jahr, sondern so 20, 30 Jahre, dann sieht man, dass sich das, was man unter KI verstanden hat, an Technologien die ganze Zeit verändert hat. Eine Zeit lang waren das so klassische symbolische Verfahren, wo man tatsächlich einfach ganz viele verschiedene Regeln geschrieben hat.
Und dann wurden es dann Machine Learning-Verfahren, das klassische statistische Lernen. Und jetzt spricht man vor allen Dingen von KI, wenn es um diese Deep Learning und neuronalen Netze geht. Das heißt, der Begriff ist auch sehr wandelbar. Ne? Es ist jetzt nicht mehr das Gleiche. Verändert sich die ganze Zeit. Ja. Der verändert sich, ja. Der ist jetzt nicht mehr das Gleiche wie vor noch 20 Jahren. Ja. Ne? Joscha, wenn man sich das so ein bisschen methodisch anguckt, weil ich glaube, dass du es getan hast, wo kann man in der Wissenschaft denn oder für welche Art von Aufgaben kann man KI einsetzen? Wir haben gerade über Imitieren gesprochen, aber auch vielleicht Muster erkennen. Was sind da so, wenn du da auf dieses Anwendungsfeld guckst, was sind so die einzelnen Bereiche? Ich finde es da besonders hilfreich, zuallererst einen Schritt zurückzutreten und kurz zu fragen, okay, was ist das eigentlich, wenn wir von Wissenschaft sprechen? Ja, machen wir mal den ganz großen Topf auf. Ich fasse es kurz. Für mich ist das immer diese eine Aussage, die Wissenschaft ist mehr als das Schaffen von Wissen. Ja. Das heißt also, wir sprechen hier nicht nur von dem Schritt, den vielleicht Einzelpersonen gehen, wenn sie forschen, sondern es ist ein System, auf das wir blicken, zu dem Organisationen gehören zum Beispiel, zu dem dann eine politische Rahmung, eine gesellschaftliche Rahmung gehört und so weiter und so fort. Und einfach, um das mal als Karte vor dem inneren Auge zu zeichnen, finde ich sehr hilfreich, einmal nach dem Einfluss von künstlicher Intelligenz auf die unterschiedlichen Disziplinen zu unterscheiden. Also Beispiele dafür wären, wie kann KI zum Beispiel in den Naturwissenschaften oder in den Ingenieurswissenschaften eingesetzt werden. Und von da aus dann den Sprung zu machen, wie sieht der Einfluss von künstlicher Intelligenz im wissenschaftlichen Prozess aus? Und um mal so ein paar Beispiele für diese Stufen des wissenschaftlichen Prozesses zu nennen, die Akquise von Fördermitteln ist ein Schritt des wissenschaftlichen Prozesses. Genauso auch das Projektdesign und das Projektmanagement als solches. Dann die eigentliche Forschung. Also, genau, das wäre mein Punkt. Also die ersten beiden Sachen, die du genannt hast, ist ja gar nicht so das, was ich klassischerweise unter Forschung verstehe, sondern es ist etwas, was auch mitläuft. Aber klar, auch diese Aufgaben kann KI übernehmen, ja. Genau, vielleicht ist da sogar das Potenzial mit am höchsten. Also ich glaube, man kann vereinfachend festhalten, dass je stärker formalisiert eine Disziplin oder ein Prozessschritt ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine sinnvolle Anwendung für künstliche Intelligenz in ihrem jetzigen Entwicklungsstand finden können. Mhm. Also die sind sehr gut darin, Dinge, die man formalisiert darstellen kann, dann auch zu übernehmen oder darin zu unterstützen. Um ein Beispiel zu nennen, das typische Projektmanagement, was ja auch ein Teil des wissenschaftlichen Prozesses ist, also das Einhalten von Deadlines und all die Punkte, die dazugehören. Hier kann man sich eine Vielzahl von Assistenzsystemen, die KI-getrieben sind, vorstellen, die dann in diesem Prozessschritt zum Beispiel gezielt unterstützen. Also das einfach nur mal als Bild vor dem inneren Auge, um dann gezielt in diese einzelnen Punkte einsteigen zu können und nach Anwendungsfällen suchen zu können. Wenn wir mal in dieses Forschungsfeld oder in die Forschung einsteigen, in dieses Themenfeld, was sind das für Anwendungsfälle, die du da vor allem im Sinn hast? Also wir starten da natürlich ganz klar bei dem Feld Datenanalyse, das Erkennen von Mustern. Tina hatte gerade schon einige Beispiele genannt, wie KI gezielt in wissenschaftlichen Kontexten eingesetzt werden kann, wie daraus dann auch ein Unternehmen gebaut werden kann. Wenn es hier um Automatisierung von sich wiederholenden Aufgaben geht, wenn es um das Predictive Modeling geht, also die Frage, wie kann man Modellierung als solches mit einer eigenen Interpretationsfähigkeit des Systems verbinden. Das kann man sich in unterschiedlichen Industrien vorstellen als Anwendungsfall. Dann die Echtzeitanalyse als Beispiel zum Beispiel in der Medizin. Das wäre zum Beispiel was? Wenn ich mir vorstelle, dass während einer Hirn-OP werden kontinuierlich Bilder des Hirns erfasst und dann schaut nicht nur der Experte, sondern auch ein KI-gestütztes System auf diese Bilder und unterstützt den Experten oder die Expertin in der Analyse und in der Bewertung. Ja. Dann kann man von hier aus die Sprünge machen, rein in die Robotik, spannender Anwendungsfall, wo dann zum Beispiel auch kollaborative Kontexte vorstellbar sind. Dann, also kollaborativ zwischen Mensch und Maschine? Zwischen Mensch und Maschine, genau. Okay. Und um vielleicht nochmal ein etwas weiter weg liegendes Beispiel zu nennen. Wir sprechen häufig von Sprachmodellen. Jetzt ist die menschliche Sprache aber nicht die einzige Sprache, die es gibt. Und die Anwendung von der Logik von Sprachmodellen auf tierische Kommunikation zeigt auf, sage ich, wir können im gesamten Spektrum der wissenschaftlichen Disziplin Anwendungsfälle finden, wo künstliche Intelligenz sinnvoll integriert werden kann.
Ja. Tina, das war jetzt so ein Überblick von Joscha. Ist relativ vielseitig, weil diese Modelle auch so unterschiedlich sind und es ist ein weiter Begriff. Trotzdem stelle ich diese etwas vielleicht herausfordernde Frage. Gibt es da Dinge, die du noch im Kopf hast, die du noch ergänzen würdest? Nee, also ich glaube, man kann jetzt etliche Beispiele aufzählen. Das ist halt so, wie Joscha gesagt hat, ne? Letztendlich ist es eine Breitentechnologie. Ne? Ich sage auch häufig, ist es ist im Grunde die Speerspitze der Digitalisierung. Ja, überall da, wo digitale Daten vorliegen, kann man mit künstlicher Intelligenz auch arbeiten. Man muss nur genug von diesen Daten haben. Und letztendlich kann KI Muster erkennen, KI kann Kategorien zuordnen und KI kann Daten generieren. Das sind ja so die drei großen Aufgaben von künstlicher Intelligenz. Und das kann sie immer da machen, wo genug Daten vorhanden sind. Und deshalb ist es wirklich, also ich vergleiche es auch manchmal mit Datenbanken. Ne? Also es ist nicht per se auf eine Applikation zugeschnitten oder da in irgendeiner Form limitiert, sondern sobald es irgendwo genug digitale Daten gibt, ist stark davon auszugehen, dass man mit KI da auch was machen kann. Ne? Ob sich das da lohnt, ob man das will, etc., das kann man sich natürlich überlegen. Aber grundsätzlich geht das dann. Ich glaube, das ist auch wichtig zu verstehen, dass KI nicht an irgendwelche konkreten Anwendungsfälle geknüpft ist. Das gibt es ja auch häufig in der Diskussion, dass es gleichgesetzt wird mit Kameraüberwachung oder sowas. Und das finde ich auch schon sehr entscheidend zu sehen, dass KI in ihren Anwendungsbereichen wahnsinnig vielfältig ist. Es ist in den Anwendungsbereichen bereit, aber es ist doch gleichzeitig auch, zeigt da so, wie du es gerade auch nochmal erklärt hast, dass es eigentlich nur ein Tool ist. Also wenn man es mit Datenbanken gleichsetzt und es ist einfach eine andere Art, mit der Datenbank umzugehen, sind wir auch, das würde ich an der Stelle gerne auf jeden Fall einmal aufgreifen, ist das gefährlich, was wir tun? Weil diese Angst ist omnipräsent in der breiten Diskussion. Und natürlich, wenn wir sowas angehen wie Wissenschaft, auf das wir gesellschaftlich vertrauen, weil das ist das der Bereich, wo wir am meisten Wissen her über die Zukunft rausziehen. Und da ist natürlich verständlich, dass man sagt, da ist eine Technologie, die verstehe ich nicht. Dann ist natürlich auch der Weg zu einer Angst dahin relativ kurz. Gleichzeitig aber dieser Blick wirkt dem, glaube ich, schon ganz gut entgegen, wenn man sagt, dass im Grunde haben wir eine Datenbank und wir haben Muster und alles, was diese Technologie kann, ist, die für uns in der Form filtern, sortieren und am Ende auch interpretieren. Aber also diesen Aspekt von, ist das ein Risiko, ist das eine Gefahr, würde ich trotzdem gern aufwerfen. Was ist da dein Blick, Joscha? Grundsätzlich würde ich da unterscheiden zwischen den Risiken, die immer mit neuen Technologien verbunden sind, also die jetzt gar nicht originär zur KI als solche gehören, und den Risiken, die vielleicht nochmal besonders aufgrund der Eigenschaften der Technologien, die man als künstliche Intelligenz bezeichnet, zuordnet. Und dann kommt man, wenn man den allgemeinen Risikoblick aufmacht, zu den Fragen Privatsphäre, Fehlinformationen, dann die Frage, wie wird die Technologie eingesetzt, also in einer Sicherheitsdiskussion. Und dann der Bias, den man in solchen Technologien finden kann, ist ein Feld. Der Effekt auf die menschliche Gesundheit, auf die sozialen Strukturen, um hier vielleicht mal den Digital Divide, der häufig aufpoppt, hervorzuheben. Das ist ein Wort, was ich noch nicht kenne. Erklär es mir kurz. Gerne. Menschen haben unterschiedliche Fähigkeiten, mit Technologien umzugehen. Ja. Und meine Oma und ich zum Beispiel. Genau, deine Oma und du zum Beispiel. Und ich gehe davon aus, deine Oma ist Streamerin und weiß deshalb wesentlich mehr als du. Und das würde dann dazu führen, dass sie natürlich einen sehr einfachen Zugang zu digitalen Tools hat, der dir nicht zwingend offen steht. Ja. Und aus der Logik heraus ergibt sich eine Frage, wie können Menschen teilhaben an einer Welt, die zunehmend digitalisiert ist? Ja. Und diese Ungleichverteilung ist auch eine Herausforderung. Genau, das sind jetzt im Grunde, die Risiken, finde ich schon sehr schön, runtergebracht auf die Herausforderungen, die da mit drinstecken. Ein Aspekt, der mir immer wieder begegnet ist, ist dieses Problem, wie können wir eigentlich sicherstellen, dass keine Stereotype, Bias, hast du gesagt, also gegenüber Gender, aber in rassistische Denkstrukturen, die einfach unbeabsichtigt, aber eben doch in den Datensätzen mit drinstecken. Wie können wir die umgehen? Wie können wir mit diesem Problem umgehen? Tina, wenn ihr mit großen Datensätzen, das ist, glaube ich, eine der großen Herausforderungen. Es gibt eine ganze Reihe andere, die Joscha auch gerade umrissen hat. Wenn wir uns mal diese Herausforderung vielleicht beispielhaft mal angucken, wie kann man dem begegnen? Ja,
Vielleicht noch mal ganz kurz zu der Datenbank. Ne? Also KI ist natürlich schon grundsätzlich anders als Datenbanken. Das wollte ich noch mal gut, ja, kurz so in den Raum werfen. Aber gut, dass du es ergänzt hast, wollte ich auch nicht sagen. Genau, aber warum ich das Beispiel gebracht habe, war, weil man das beides natürlich für verschiedene Zwecke einsetzen kann. Ne? Und deshalb kann man eine Datenbank kann man benutzen, um, ich sag mal, alte Fotos da drin abzulegen von allem. Man kann sie aber auch benutzen, um als Hintergrund für eine Webseite mit rassistischem Content beispielsweise. Mhm. Ne? Also da weiß die Datenbank selber, weiß ja natürlich nicht, wofür sie da eingesetzt wird, weil die sind Daten, Daten. Ne? Ja. Aber der Anwendungsfall ist halt vollkommen unterschiedlich, ne? Und muss auch entsprechend unterschiedlich bewertet werden. Genau, deshalb hatte ich das Beispiel eben gebracht. Aber zu deiner Frage, ja, also es ist natürlich in unseren Daten, in unseren menschengemachten Daten und wir haben ja gerade die großen Sprachmodelle oder die großen Bildmodelle, die wir jetzt haben, die basieren ja alle auf menschengemachten Daten. Ist nicht auszuschließen, dass dort auch diskriminierende Inhalte drin sind oder sich Bias befindet. Wir haben ja alle auch unterschiedlichen Bias in unseren Köpfen als Menschen. Das ist mal schädlich, mal nicht. Wenn es in Richtung der Diskriminierung geht, dann ist es eine schädliche Handlung, die aus einem solchen Bias entstanden ist. Also es ist ja so eine Kette im Grunde. Ne? Erst habe ich einen Bias im Kopf, dann wird da draußen ein Vorurteil und dann diskriminiere ich eventuell jemanden mit meinem Handeln wegen meiner Vorurteile. Und diese Datenbasis, die da vorher entsteht, die kann sich in so einem Daten für Sprachmodelle beispielsweise jetzt wiederfinden. Und das zu filtern ist sehr, sehr schwierig, weil wir natürlich einerseits diese Millionen, Milliarden von Daten nicht manuell durchschauen können. Und zum anderen ist es so, dass wir selber auch keinen Vergleichsdatensatz hätten, der frei von Bias ist oder sowas. Ne? Ja. Weil wir ja selber alle das in unseren Köpfen haben. Und das Problem entsteht natürlich dann in der Nachbereitung. Also die Frage ist ja im Grunde auch, was ist das Stereotyp? Und vielleicht erkennen wir das Stereotyp auch noch gar nicht als solches. Also es vielleicht, gibt ein paar Dinge, da können wir uns, glaube ich, auch in dieser Runde sehr klar darauf einigen. So, also jede Form des Rassismus, die erkennen wir relativ gut. Aber dann mag es irgendwie andere, auch sehr versteckte Stereotype geben. Da müsste man erstmal das Muster erkennen, in dem Muster was abgerufen wird, oder? Also ja, genau, das sind ja auch diese Unconscious Bias, ne? Genau, die Unconscious Bias, also das, wo wir eigentlich noch gar nicht genau wissen und gesellschaftlich auch noch gar nicht ausgehandelt haben, wie wir das eigentlich genau bewerten. Ich glaube, das ist im Kontext der KI und der öffentlichen Präsenz, die es gerade genießt, eine ganz spannende Frage. Kann dann auch überleiten zu der Frage, welche Rolle der Wissenschaft eigentlich zukommt bei der Beantwortung dieser Frage, nämlich wie schaffen wir es, diese vielen normativ setzenden Entscheidungen jetzt auch demokratisch legitimiert zu diskutieren, die wir durchdiskutieren müssen, damit wir dieses System richtig rahmen können und auch richtig mit den Inhalten, den Risiken und den Chancen umgehen können. Ich bin da ganz bei Tina, dass grundsätzlich ein sich verweigern vor oder ein aus einer Angst heraus nicht auseinandersetzen mit immer dazu führt, dass man nicht in der Lage ist, ein System zu gestalten und Potenziale zu heben. Das heißt also, gerade bei der Wissenschaft würde ich jetzt eine erweiterte Verantwortung ableiten, sich mit künstlicher Intelligenz auch intensiv auseinanderzusetzen. Einmal in diesem breit gedachten wissenschaftlichen Prozess, wie du den es ich eben skizziert habe. Genau. So, Genauso dann aber auch in den einzelnen Disziplinen. Aber, und das vielleicht, Dina, als Frage an dich, KI ist eine Breitentechnologie, das hatten wir eben so festgehalten. Jetzt blicke ich auf das Wissenschaftssystem und sehe eine sehr starke Fragmentierung. Sehr viele Silos von Disziplinen, die nebeneinander her existieren. Und genauso sind die Anwendungsfälle ja häufig auch. Das heißt also, in einer einzelnen Disziplin oder in einem einzelnen Wissenschaftssilo gibt es dann eine KI-Anwendung. Gibt es schon Beispiele, die du kennst, für systemischer gedachte Anwendungen, die dann tatsächlich auch diesen Silo-Charakter aufbrechen? Und wie wird das vielleicht auch diskutiert? Was für Maßnahmen könnte man ergreifen, um dieser Silobildung entgegenzuwirken? Ja, es gibt es tatsächlich in großen interdisziplinären Forschungsprojekten. Also es kann ja begleitend sein zu einem Forschungsprojekt, das auch unter verschiedenen Fachbereichen zusammen ausgeführt wird und dann entsprechend dort die Daten generiert, weil das ist ja eigentlich der Clou. Man braucht ja die Daten aus unterschiedlichen Fachbereichen. Und die kommen in den seltensten Fällen
aus Zufall zueinander. Und häufig ist es ja sogar so, dass die Grenze zu diesen Daten bewacht wird. Ja, also, dass man sie eher lieber nicht rausgeben möchte. Aber im Kontext von großen interdisziplinären Forschungsprojekten kann man natürlich die einmalige Chance, auch übergreifende Daten auch schon zu erfassen. Und das ist beispielsweise so, Sprache ist ja in der Regel unser Mittler. Also wenn wir beispielsweise Geodaten haben und wir haben Wetterdaten und wir haben in der Mitte vielleicht noch eine Sprachbeschreibung, dann braucht es auch diese Mittelrepräsentation, damit wir eben die Daten verbinden können. Und ganz häufig läuft das über Sprache. Wir könnten jetzt auch Bilder malen, die das Ganze verbinden, aber das ist ein bisschen aufwendiger und liegt uns nicht so nahe als Menschen. Dann nehmen wir in der Regel Sprache. Und deshalb ist auch Sprache so relevant. Ja? Und deshalb sind auch diese Sprachsysteme unter anderem so mächtig, weil sie natürlich auch das Medium sind, was diese unterschiedlichen Datentypen verbinden kann. Und wenn einem das gelingt, dann kann man auch holistischere Modelle bauen. Und ich glaube auch, der Weg geht auf jeden Fall dahin. Ja? Also OpenAI und die großen Anbieter bauen ja auch schon multimodale Systeme. Da geht es nicht mehr darum, nur Sprachmodelle zu bauen oder nur Bildmodelle, sondern es wird schon alles ganz konkret zusammengeworfen, damit man nachher so ein Modell, ich sag mal, eine Skizze machen kann von einer Webseite und es schreibt einem den Code dazu. Und genauso gibt es das natürlich in ersten Ansätzen in der Wissenschaft auch. Ja. Zum Beispiel habe ich letztens ein Beispiel gesehen von Bildbeschreibung, Text zu Möbeln. Also direkt produzierten Möbeln im Grunde über ein 3D-Modell dann hin zu einem produzierten Möbelstück. Ja. Ist dieser Schlüssel oder dieses verbindende Element, was Technologie benutzen kann auch oder einnehmen kann, etwas, was eine große Chance ist, weil es wir Menschen potenziell nicht können als einzelne Figur, weil ich dann Experte eines Bereichs bin oder Expertin eines Bereichs und gar nicht ja die Fähigkeiten habe, mich in alles reinzudenken. Aber wenn ich ein System mit Daten aus verschiedenen Richtungen fütter, diese Technologie muss nicht ausgebildet oder wird ausgebildet durch dieses Datenfüttern. Ist das eine Schnittstelle, die wir eigentlich auch nur durch KI besetzen können? Meine persönliche Antwort wäre nein, weil der Shift von dem auf das Individuum bezogenen Expertinnen-Denken hin zu stärker kollaborativem Arbeiten, ja, sage ich mal, der Grundsatz in unserer New Work-Debatte ist, heißt, wir bewegen uns sowieso schon sehr stark dahin, dass wir sehr viel mehr interagieren und kooperativ arbeiten. Und das ist aber nochmal ein ganz besonders spannendes Thema im Wissenschaftskontext. Der Wissenschaftskontext und die Art und Weise, wie wissenschaftliche Karrieren häufig verlaufen, verleitet dazu, sehr stark auf das Individuum zu blicken. Das geht von der Individualverantwortung bis hin zu so einem Ego-Problem. Je nachdem, wie tief man das Ganze diskutieren möchte. Und da gibt es viele Initiativen im Wissenschaftssystem selbst, aber auch äußere Zwänge, die dahin zeigen, dass wir die Rolle des einzelnen Wissenschaftlers, der einzelnen Wissenschaftlerin breiter denken. Und deshalb denke ich, dass wir am Ende des Tages durch den gezielten Aufbau von individuellen organisationalen Kompetenzen für mehr Zusammenarbeit in so eine Hybridfunktion kommen können zwischen der KI als Hilfsmittel, aber eigentlich durch den Menschen getriebenen Prozess hin zu einem stärkeren Miteinander. Kollaborativ hast du gesagt, also die KI assistiert mir als Mensch, der dann in einem System agiert und auch viel mehr über die KI mit anderen zusammenarbeitet. Genau. Ja, okay. Ja. Tina, ich glaube, du wolltest noch was dazu sagen? Kann ja auch ein Anlass sein, ne? Ich glaube, als Anlass ist es auf jeden Fall aktiv, ne? Wenn ich Beispiele aus der Medizin betrachte, ich glaube, da gibt es schon das eine oder andere Projekt, was in letzter Zeit gelungen ist, wo Daten zusammengekommen sind, wo man früher vielleicht jahrzehntelang versucht hat, diese Daten irgendwie miteinander zu verbinden, weil es die Möglichkeit gibt, dann aus dieser Kombination von medizinischen Daten wirklich ganz neue Therapieansätze zu schaffen mit Hilfe von KI, ne? Aber nichtsdestotrotz ist es absolut korrekt, dass natürlich die Menschen da die entsprechenden Entscheider sind. Und die müssen das auch wollen. Die müssen das treiben und die müssen das wollen. Und ohne dass da entsprechende Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen zusammenkommen, passiert das auch nicht. Da liegt für mich ein bisschen die Frage auf der Hand, wie sieht das denn aus, das wissenschaftliche Arbeiten von morgen? Also wenn, ich bin kein Wissenschaftler, aber wenn ich mir vorstelle, ich habe dieses System jetzt noch nicht, aber ich werde es in Zukunft haben, wie verändert sich denn das Arbeiten? Ich
kann eine Antwort mit dem Blick auf das Wuppertal-Institut selbst geben. Tina, vielleicht magst du einmal das Bigger Picture zeichnen. Naja, ich glaube, dass das wird ja auf jeden Fall die Zukunft sein. Wissenschaftler und aber auch, ich sag mal, andere Arbeitnehmer werden mehr und mehr mit Systemen zusammenarbeiten, in die KI involviert ist, schon eingebaut ist. Ich glaube, das wird ja auch ziemlich bald schon bei den Microsoft-Tools beispielsweise passieren. Also jeder von uns, der, beziehungsweise ist ja schon verfügbar in ersten Schritten, jeder von uns, der mit Texteditor arbeitet oder mit Tabellenkalkulationen oder mit einer PowerPoint-Präsentation, wird über kurz oder lang eben diese Möglichkeit haben. Und dass da ein Assistent eingebaut ist, mit dem ich gemeinsam mein Dokument erstellen kann, der für mich Schritte übernimmt, der schon mal was vorbereitet. Und das wird insofern mit uns natürlich was machen, als dass wir lernen werden, mit diesen neuen Werkzeugen zusammenzuarbeiten. Das ist also auch ein Bildungsauftrag im Grunde. Wir müssen schon lernen, dass da neue Tools verfügbar sind und wie wir die am allerbesten einsetzen. Und das bringt uns ja auch so ein bisschen in diese Diskussion der, was macht das mit dem Arbeitsmarkt? Und ja, das wird sicherlich unsere Arbeitswelt auch wandeln. Und es wird schon so sein, dass über kurz oder lang die Personen, die sehr gut mit diesen Werkzeugen zurechtkommen, einen Vorteil haben werden gegenüber denen, die vielleicht mit diesen neuen technischen Werkzeugen noch nicht zurechtkommen. Das ist so, als würde ich jetzt mich bewerben auf eine neue Stelle, aber ich könnte überhaupt nicht mit einem Texteditor arbeiten, sondern nur mit einer Schreibmaschine. Also da wird ein Wandel eintreten und dem müssen wir natürlich begegnen. Schafft das tatsächlich Arbeitsplätze ab oder verändert es nur die Arbeitsplätze? Ja, also ich glaube ganz klar, dass es ein Wandel ist. Das heißt, es wird nicht von heute auf morgen etliche Arbeitsplätze sofort abschaffen, sondern die Tätigkeiten verändern sich. Es wird mehr und mehr einzelne Arbeitsschritte geben, die automatisch erfolgen können oder mir zugearbeitet werden können. Und das natürlich auch nicht bei jedem Beruf. Ja, manche Berufsfelder werden sich stärker wandeln, andere weniger stark. Wir haben festgestellt, dass es immer noch sehr, sehr komplex ist, eine Fensterscheibe zu putzen. Und Lkw-Fahrer, von denen man vor ein paar Jahren mal dachte, dass man sie bald gar nicht mehr benötigt, sind immer noch hoch im Kurs. Und stattdessen trifft es ja jetzt mehr so die Denkarbeiter, ne? Also unsere klassische Büroarbeit, die das am ehesten noch die Veränderung jetzt spüren. Und ich glaube, ja, es wird natürlich, es wäre naiv, das anzunehmen, dass nicht über die Zeit auch einzelne Berufsfelder so nicht mehr notwendig sind. Jede technologische Veränderung hat auch sowas mit sich gebracht. Aber das ist eine Schritt-für-Schritt-Veränderung, die wir durchaus gesellschaftlich auch gestalten können. Das ist eine sehr spannende Frage. Tina, danke auch für deine Anordnung. Dieser letzte Punkt, das gesellschaftliche Gestalten, ich glaube, das ist entscheidend und das ist vor allem auch entscheidend bei der Art und Weise, wie wir am Wuppertal-Institut auf diesen Wandel blicken. Wir stellen uns da häufig die Frage, wie weit reicht eigentlich die Verantwortung einer einzelnen Organisation? Das heißt ganz konkret, man hat ja die Entscheidungsgewalt darüber, wie tiefgreifend KI in der eigenen Organisation eingesetzt werden muss. Und man kann aktiv einen Wert der menschlichen Arbeit zuordnen und sagen, das sind Bereiche, in denen wir uns bewusst, auch wenn es technisch möglich wäre, aber bewusst dagegen entscheiden, die Technik einzusetzen, weil wir glauben, dass da noch mehr dazugehört, dass es vielleicht für das soziale Gefüge in unserer Organisation essentiell ist, dass Menschen auch zusammenhängende Prozesse verantworten und nicht nur, sage ich mal, in diesen kleinteiligen, in Teilschritte zerlegten digitalen Prozessen mit eingebunden sind. Und deshalb schlagen wir da immer so einen Dreiklang von Entscheidungen vor, den vor allem wissenschaftliche Organisationen jetzt beantworten müssen. Und warum vor allem wissenschaftliche Organisationen? Das vielleicht als kurzer Schlenker. Wissenschaftliche Organisationen sind in der Verantwortung, das Neue nachzuvollziehen, nachvollziehbar zu machen und dann auch eine Führungsverantwortung zu übernehmen, wenn es darum geht, die Gesellschaft in dieses Neue hinein zu begleiten. Das ist die Art und Weise, wie wir hier auch auf diesen Wandelsprozess blicken und heißt dann konkret zu diesen drei Punkten, es beginnt mit der Frage, wo stehe ich eigentlich als Organisation? Also diese typische Readiness-Frage, was können wir eigentlich im Bereich digitale Kompetenzen, wie weit ist unsere digitale Infrastruktur? Und das muss gekoppelt werden mit der Verantwortungsfrage.
Als allererstes muss man als Organisationsleitung entscheiden, möchte ich Verantwortung für alle Menschen innerhalb meiner Organisation übernehmen und sie durch diesen Wandelsprozess führen, oder sehe ich das als extern getriebenen Veränderungsprozess und es werden zum Beispiel per se Arbeitsplätze sich verschieben und damit innerhalb der Organisation wegfallen. Der nächste Schritt ist dann diese Frage des Ambitionslevels. Was sind wir eigentlich als wissenschaftliche Organisation von morgen? Sind wir tatsächlich die am Ende einfach nur Paper veröffentlichen? Oder was ist das wissenschaftliche Produkt, der wissenschaftliche Impact in der Zukunft vor dem Hintergrund, dass künstliche Intelligenz, wie Tina gerade angeschnitten hat, vor allem, sage ich mal, das geschriebene Wort oder mit Buchstaben gefüllte Seiten ganz besonders gut abbilden kann. Und das ist ja nach wie vor so eine der Währungen, die wir in der Wissenschaft verwenden. Und man könnte dem entgegensetzen, dass man sagt, wir wenden ein ganz anderes Wirkungsverständnis an, um wissenschaftliche Leistungsfähigkeit zu bewerten. Und das koppelt sich dann, also abgeleitet aus dieser Readiness, Verantwortung und Ambition, was für eine Lernumgebung man für die Menschen der eigenen Organisation und die eigene Organisation selbst schafft. So, und das sind dann so die großen Leitplanken, die man sich auf einer strategischen Ebene geben kann, um die eigene Organisation strukturiert in eine Zukunft zu führen, in der KI eine wesentlich größere Rolle einnehmen wird. Die Aufgaben, die wir ganz am Anfang mal kurz angesprochen haben, also Muster erkennen, bestimmtes Denken imitieren, ihr habt verschiedene Dinge immer wieder angesprochen. Wenn ich diese Prozesse beschleunige, wie sieht denn dann das Wissenschaftliche und ich meine nach deiner Einordnung von vorhin, Joscha, vor allem die forschende Arbeit, wie sieht die denn aus, wenn ich diese Prozesse, über die wir gesprochen haben, beschleunigen kann? Auf welche Kompetenzen kommt es dann für mich als forschende Person in Zukunft noch an? Hast du da eine Antwort gleich? Also wir haben kurz gefasst genau für die Beantwortung dieser Frage einen digitalen Kompetenzrahmen entwickelt, der basiert auf den vielen verschiedenen digitalen Kompetenzrahmen, die zum Beispiel auf europäischer Ebene veröffentlicht sind, um Menschen Orientierungshilfe anzubieten. Wie verändert sich mein Aufgabenprofil? Worauf muss ich jetzt vielleicht einen Fokus legen? Das heißt also, kurz gefasst, wir glauben, dass die Schritte des Recherchierens, also das Wissen heranziehen, das Text generieren, das Managen von Projekten, die Interaktion, sag ich mal so, mit externen Fördermittelgebern zum Beispiel, also der administrative Teil, dass das alles Bereiche sind, die im großen Teil genau übernommen werden können durch Assistenzsysteme. Und dann wäre die positiv formulierte Zielvorstellung von dem Effekt von KI auf Wissenschaft, dass wieder mehr Zeit für das originäre Forschen, also diesen Erkenntnisgewinn, das neue Entdecken oder das neue Erdenken plus das Aushandeln und das Miteinander im menschlichen Miteinander, das Aushandeln, was sind jetzt die wissenschaftlichen Grundfeste, auf die wir uns stützen, das stärker wieder in den Vordergrund zu ziehen. Weil ich glaube, wenn man diese Frage jetzt einfach mal in den Kreis der Zuhörenden stellen würde, die vielleicht auch im Wissenschaftsbetrieb aktiv sind, wie viel eurer Zeit verwendet ihr auf administrative Tätigkeiten und wie viel eurer Zeit habt ihr eigentlich, um tatsächlich zu forschen, was auch immer für ein Forschungsverständnis dann dahinter liegt? Die Antwort, das wage ich vorwegzunehmen, ist wahrscheinlich viel mehr Admin. Ja. Heißt, es gibt einfach ein Riesenpotenzial durch diesen Shift, durch einen gezielten Einsatz von Assistenzsystemen. Auch vielleicht sowas wie Kreativität? Definitiv. Ja. Wobei die Frage nach Kreativität ja vielleicht sogar auch nochmal eine einige ist, wenn man sich überlegt, was ist es eigentlich. Tina, würdest du da zustimmen? Also dieses viel Admin aus der Technologie übergeben und wir können, oder was sind die Eigenschaften, die wir als Menschen in der Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine vor allem noch wertvoll einsetzen können? Ich finde, das klingt ziemlich großartig. Also ich würde sehr gerne meine gewandte Admin einer Maschine übergeben. Und ich glaube auch, dass das viele andere jetzt auch so sehen. Ich denke, einiges davon wird KI auch auf jeden Fall übernehmen können. Ich sehe aktuell noch nicht so richtig den Moment, wo wir uns wirklich zurücklehnen können, leider. Auch bei diesen Aufgaben nicht, weil es natürlich immer diesen Initiator-Mensch benötigt. Ne? Also der Mensch, der sich überlegt, was mache ich jetzt als nächstes? Wo geht die Reise hin und was muss ich dafür tun? Und wenn dieser Entschluss gefasst ist, dann kann man das an die Maschine delegieren und sagen, okay, ich habe mir überlegt, ich möchte gerne
diesen oder jenen, ich sag mal, Projektcall jetzt beantworten. Schreibt mir einen Text vor, wie ein Gerüst aussehen kann, um so einen Antrag zu schreiben. Solche Dinge, das klappt natürlich jetzt schon. Da kann man auf jeden Fall mit einer ersten Version loslegen und dann weiter dran arbeiten. Aber ich glaube, bei der Technologie, wie wir sie jetzt haben, wird es auf jeden Fall noch eine ganze Weile dauern, bis wir auch aus dieser Director-Rolle rauskommen. Die werden wir auf jeden Fall weiter haben, den Hut. Und wir werden uns auch immer wieder die Zeit nehmen müssen, die Qualität dessen, was eine virtuelle Assistenz für uns gebaut oder gemacht hat, durchzuschauen und zu korrigieren. Aber ja, es wird auf jeden Fall da schon zu einer Arbeitserleichterung kommen. Und ja, das finde ich klingt äußerst verlockend. Diese Initiative ist ja so ein bisschen auch zurückgehend auf eine Art von Priorisieren, da, weil ich als Mensch noch entscheide, welche Aufgaben machen wir als nächstes, dieses in Reihe sortieren. Aber also, du hast gerade gesagt, das wird noch ein bisschen dauern. Ich frage einfach nochmal nach, bist du dir da sicher? Weil ich mir vorstellen kann, dass eine Technologie schon auch für mich aus meinem Nutzungsverhalten für mich auch priorisieren kann. Also weiß, Jonas schreibt die Anträge immer als erstes, weil offensichtlich ist das irgendwie wichtig. Und also kann diesen Schritt nicht auch eigentlich in absehbarer Zeit eine Technologie übernehmen? Ich glaube, das ist nicht die Frage, dass die das nicht könnte. Sie kann natürlich auch Vorschläge machen, was du als nächstes tun sollst. Dafür musst du ihr aber sagen, dass sie jetzt Vorschläge generieren soll, was du als nächstes tun sollst. Also der Initiator-Mensch, das sehe ich nicht, wie das gehen kann, dass der Initiator einfach wegfällt. Mhm. Ja? Das würde ja bedeuten, dass irgendwo eine Software mitläuft, die von alleine aus welchen Gründen auch immer aktiv wird in irgendeinem Punkt. Ja. Und da sind, also das ist, so funktionieren diese Maschinen einfach nicht. Ne? Das ist eine Software, die arbeitet auf Anforderungen. Wir sagen, es soll dieses und jenes passieren und dann tut sie das. Und irgendwo muss jemand sein, der entscheidet. Mhm. Ja, also diese Initiative, das finde ich auch schön greifbar, ist etwas, was ich mir gut klar machen kann. Siehst du auch so? Oder? Da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Ich glaube, dass darin aber auch ein Wert liegt. Also dass es vielleicht gar nicht erstrebenswert ist, auf eine größere Autonomie dieser Systeme hinzuarbeiten, mhm. sondern jetzt bewusst, was ja auch an vielen Stellen, sage ich mal, leitend für die Forschung im Bereich KI ist, den Menschen ins Zentrum zu stellen. Ich würde das immer gerne noch ein bisschen ergänzen und nicht nur den einzelnen Menschen in den Fokus der KI setzen, sondern Menschengruppen, also Communities, die dann mit solchen Systemen interagieren. Dafür gibt es unterschiedliche Gründe. Für mich der stärkste ist da eine stärkere Individualisierung, kann diese Isolierung, das Zwingen in irrelevante Nebenrollen weiter begünstigen. Der eigentliche Mehrwert und auch das große Potenzial für Kreativität zum Beispiel besteht dann aber in der Interaktion von Menschen, also in diesem Community-Beitrag. Mhm. So, und wenn wir da eine gute Lösung zu finden, dann glaube ich, dass sehr spannende, hybride Modelle zwischen Menschen- und KI-getriebenen Lösungen vorstellbar sind. Mhm. Ihr klingt beide sehr hoffnungsvoll und wir haben sehr die Chancen betont, was mir sehr gefällt. Ich frage gerne am Ende dieses Podcasts immer, was euch Mut macht. Das habt ihr jetzt schon in großen Teilen beantwortet. Trotzdem würde ich euch das gerne fragen. Was sind die großen Herausforderungen, die zentralen Herausforderungen, die ihr gerade seht, wo wir uns auch vielleicht darauf priorisieren müssen, um dieses Wort nochmal aufzugreifen? Und wie können wir das aber auch gut lösen? Also ich glaube, dass unsere größte Herausforderung aktuell tatsächlich ist, dass wir uns nicht zu angstorientiert mit den Möglichkeiten der Technologie befassen. Wir haben aktuell viel zu häufig aus meiner Sicht einen risikoorientierten Blick auf die Möglichkeiten dieser Technologie und sprechen viel zu wenig über die Potenziale. Und das führt dann dazu, dass wir auch tatsächlich so ein bisschen hysterisch werden in meiner Wahrnehmung in der öffentlichen Debatte und Risiken auch aus meiner Sicht überbewerten, die vielleicht eher hypothetischer Natur sind. Und ich glaube, dass wir uns damit keinen Gefallen tun, weil wir uns die positiven Seiten damit so ein bisschen ja entgehen lassen und auf der anderen Seite aber auch vielleicht mit Regelungen übers Ziel hinausschießen, die dann eine bestimmte Technologie betreffen,
Aber den Anwendungsfall, der dann danach mit einer neuen Technologie genauso gelöst werden kann, eigentlich nicht wirklich regulieren. Sprich, ich kann ein Foto fälschen mit Photoshop oder ich mache es mit KI. Wenn ich es mit KI verbiete, kann ich es immer noch mit Photoshop machen. Oder vielleicht mit einer Technologie, die ich jetzt noch gar nicht kenne, die es morgen oder in 10 Jahren gibt. Und ich glaube, da müssen wir sehr aufpassen, weil wir sollten diesen Wandel mitgestalten und nicht wie das Kaninchen auf der Autobahn stehen. Das, was ich als primäre Herausforderung sehe, ist ein Priorisierungsproblem. Das, was ja gerade schon anklang. Ich glaube, dass es vor dem Hintergrund sich verschärfender globaler Krisen ganz entscheidend sein wird, dass wir schneller und besser darin werden, in partizipativen Prozessen zu normativen Setzungen zu kommen, weil wir in Zukunft nicht mehr in diesem alles ist gleich wichtig, alles muss gleichzeitig gemacht werden, weitermachen können, sondern wir müssen klare Prioritäten gesellschaftlich aushandeln. Und mit den Prozessen meintest du, wie können wir alle mitnehmen, um diese Grundstandards zu definieren, was uns wichtig ist als Gesellschaft. Ja. Damit wir nicht auch jetzt zum Beispiel angstgetriebene Diskussionen, wie Tina gerade angeschnitten hat, jetzt dann eigentlich nur noch viel stärkere Keile in die schon sich abzeichnen oder schon existenten Fragmente unserer Gesellschaft treiben. Also da denke ich, dass dieses auf einer Linie Schwerpunkte setzen und Fokus setzen ganz entscheidend sein wird. Und das, was mich da hoffnungsvoll stimmt, ist, dass die Zusammenarbeit von wissenschaftlichen und wissenschaftsnahen Organisationen für mich schon immer so eines der tollsten Beispiele für Multilateralismus und globale Zusammenarbeit und Offenheit auf globaler Ebene gewesen ist. Und genauso blicke ich jetzt gerade auch auf die Entwicklung im KI-Bereich. Das ist eigentlich ein tolles Beispiel für eine internationale Anstrengung von Tausenden von Menschen auf unterschiedlichen Kontinenten, jetzt gemeinsam ein System zu entwickeln, das potenziell so mächtig sein kann, dass es uns in einer Zeit, wo wir vor großen Herausforderungen stehen, auch die Freiheit geben kann, unsere Ressourcen wieder auf das Wesentliche, das Priorisierte zu fokussieren. Aber dafür müssen die Menschen auch zusammenarbeiten wollen und das zumindest sieht man ja in unterschiedlichen Formen nicht immer. Aber es wäre du nickst, aber es wäre die Notwendigkeit an der Stelle. Es wäre definitiv die Notwendigkeit. Ja, ja. Vielen Dank euch beiden, dass ihr euch Zeit genommen habt und wir ein bisschen die verschiedenen Töpfe, ich glaube, das ist auch durch dieses Gespräch klar geworden, es sind so viele verschiedene Aspekte, die damit vorgehen. Wir haben auf der einen Seite die Risiken, wir haben die Herausforderungen. Es bietet viele Chancen, gleichzeitig so viele Veränderungen und alles verwebt sich so sehr zusammen. Und dann waren wir doch an vielen Stellen auf einer Metaebene und zwischendurch dann doch auch sehr konkret, aber weil es eben teilweise so sich klar abzeichnet und man kann es so runterdefinieren, bei anderen Fragen ist es aber doch eher eine Diskussion auf einer übergeordneten oder Metaebene. Das macht, glaube ich, diesen Diskurs auch so ein bisschen kompliziert, weil man sich auf vielen verschiedenen Ebenen mit verschiedenen Bereichen auch einfach bewegt und sie jonglieren muss und miteinander in Einklang bringen muss. Insofern vielen Dank, dass ihr das, Atina nickt, auch zustimmt. Ja, das ist so, ja. Also insofern vielen Dank, dass wir da die verschiedenen Töpfe aufmachen konnten, ihr mir so viel Einblick gegeben konntet. Liebe HörerInnen, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, bewertet ihn, kommentiert ihn und empfiehlt ihn gerne weiter. Wenn ihr Fragen oder Wünsche nach Themen habt, schreibt uns das gerne an zukunftswissen-fm@wupperinst.org oder nehmt Kontakt über die Social-Media-Kanäle des Wuppertal-Instituts auf. Das erreicht mich auch und auch bei Fragen zu diesem Thema schreibt gerne. Ich versuche die Antworten bei diesen beiden netten GesprächspartnerInnen einzuholen und dann zurückzumelden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald!